Und gemeinsam mit meinem Mann Herbert beschäftigen wir uns schon seit sehr vielen Jahren mit den Legenden und Sagen und Mysterien der Tempelritter. Die meiste Zeit aber forschen wir in Frankreich, weil es da noch mehr ursprüngliche Hinterlassenschaften wie Kirchen, Kapellen, Kathedralen und Ruinen gibt als sonst irgendwo. Aber nach so vielen Jahren im Ausland haben wir gesagt, wir wollen jetzt doch mehr über den Orden in Bezug von unserer Heimat Salzburg herausfinden. Und Mario hat mir dann auch gebeten, ob er nicht etwas über die Tempelritter in Bezug auf den Untersberg und in Salzburg erzählen könnte. Es war für mich zu Beginn sehr schwierig, ob ich nachweisliche Verbindungen zwischen den Templerorden und dem Untersberg in Salzburg herstellen kann. Gibt es Beweise? Gibt es Beweise, dass die Tempelritter am Untersberg waren? Und wo bekomme ich diese Informationen her? Gibt es genug Informationen, dass sie einen Vortrag halten kann, der dann für sie interessant genug ist, dass sie dann sagen können, ja, das war jetzt eine wertvolle Information, die dabei war. Es ist nicht so einfach, denn die Menschen wollen immer Beweise, sonst ist es nicht wissenschaftlich und auch nicht ernst zu nehmen. Und wir wollen aber ernst genommen werden, weil wir etwas Positives bewirken möchten. Und somit kann ich auch im Vorhinein schon die Antwort geben, dass es keine nachweislichen Verbindungen zwischen den Templerorden und dem Untersberg gibt. Aber es gibt Indizien und Hinweise, die auf die Anwesenheit der Templer in Salzburg schließen lassen. Deshalb möchte ich zuerst über andere Örtlichkeiten in Österreich und Frankreich, über die Tempelritter und deren Symbole sprechen, um eben diese Hinweise und Indizien, die ich dann vortragen werde, was dann den Templerorden am Untersberg und in Salzburg rückschließen lässt, um das Ganze besser verstehen zu können. Aufgrund von meinen Visionen und Eingebungen habe ich andere Zugänge zu Wirklichkeiten und Informationen, die ich auch sehr oft hinterfrage, weil es ist ja nicht immer wahr, was man hereinbekommt in Visionen und Eingebungen. Deshalb haben mein Mann und ich es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir eben solche Indizien, unsere Erfahrungen und die Beweise zusammenfügen, um so ein anderes und nicht bekanntes Bild über die Tempelritter zu erhalten. Wie wir wissen, ranken sehr viele Mythen über diesen Untersberg und über die Ritterschaft der Templer. Die wissenschaftliche Darstellung dieses geheimen Ordens ist aber für uns persönlich zu oberflächlich gehalten. Und deshalb wollten wir tiefer in die Materie eintauchen, weil wir glauben bzw. wir wissen, dass mehr dahinter steckt, als von vielen vermutet wird oder gesagt wird. Es gab andere Gründe, warum die Tempelritter verfolgt worden sind. Und der mystische Teil von diversen Erzählungen, das haben wir dann auch in unsere Forschung mit einbezogen, denn wir wissen, dass viele Legenden und Erzählungen ein Körnchen Wahrheit beinhalten. Und das müssen wir bei vielen Forschungen berücksichtigen. Und dass die Tempelritter bei ihren ersten Kreuzzügen tatsächlich etwas entdeckt haben, das zeigen uns sehr viele Symbole in Kirchen, an Kirchenfenstern, wie zum Beispiel die Darstellung der Bundeslade, wie hier am Foto. Das Foto haben wir in Reims gemacht. Und auch an gewissen Kapitellen und Säulen. Schauen wir, ob ich es richtig mache. Ich habe es geschafft. an Säulen, Kapitellen oder Außenfassaden diese Waffen mit Darstellungen oder auch Dreikopfdarstellung. Da habe ich noch ein weiteres Foto. Das ist der Januskopf, also das männliche und die weibliche Darstellung. Auch von Handlungen von diversen Adeligen aus der damaligen Zeit zeigen, dass mehr dahinter steckt als nur ein heiliger Krieg. Zum Beispiel ist Graf Hugo der Erste aus der Champagne aus dieser Funktion zurückgetreten, hat die Grafschaft hinterlassen und ist dem Templerorden beigetreten, um in den Heiligen Krieg zu ziehen. Und das Ganze hat er gemacht, kurz bevor dass der Templerorden im Konzil in Troyes als solcher anerkannt worden ist. Übrigens war dieser Graf Hugo der Erste ein Bekannter oder beziehungsweise ein Verwandter von Hugo de Payens, der den Templerorden gegründet hat. Und er hat auch das Zisterzienserstift von Clairvaux gefördert. Also in Österreich scheint es fast so, als ob es diese teils kämpfenden und teils studierenden Mönche nie gegeben hat. Aber wenn man das Ganze genauer hinterfragt, erfährt man sehr wohl, dass verschiedene Schriftstücke
auf diese Anwesenheit der Tempel in Österreich zurückführen, wie zum Beispiel im Schotten- und Dominikanerkloster in Wien. Wir vermuten dennoch, dass es noch mehr Schriftstücke in verschiedenen anderen Klostern gibt, aber die werden heute der Öffentlichkeit nicht preisgegeben, wie so viele Dinge nicht preisgegeben werden, die der Wahrheit dann entsprechen. Es gibt aber da noch weitere Hinweise über die Tempelritter. Das kennen vielleicht schon einige von Ihnen, das ist die Burg Lockenhaus, die ist als Templersitz den meisten bekannt, wobei man aber hier berücksichtigen muss, dass es zur damaligen Zeit zu Ungarn gehört hat. Es gibt dann noch eine bekannte Gasse in Wien, die sogenannte Blutgasse, die hat zur damaligen Zeit im Mittelalter Kotgasse geheißen. In Wiener Neustadt gibt es dann noch einen Platz, das ist dann die Neukirchner Gasse 191 war das, aber aufgrund von neuen Gebäuden, die jetzt da draufstehen, ist es nicht mal solches nachvollziehbar. Seit längerem gibt es auch noch die Wirgelkapelle in Wien, die ist der Öffentlichkeit jetzt ebenfalls zugänglich gemacht worden. Aber aufgrund der Bauweise und der Art der Symbole stellt es keine liturgische Verwendung dar. Und es sieht auch eher wie ein Kultraum aus, als eine Kapelle. Es gibt aber noch mehr Hinterlassenschaften der Tempelritter in Österreich. Man muss halt nach Hinweisen suchen, kleine Symbole, Tatzenkreuze, Fratzen an Außenmauern von Kirchen und Kapellen. Man muss aber dennoch beachten, auch wenn man diese Symbole sieht und teilweise in den Templern zuordnen kann, dass es nicht immer hundertprozentiger Garant dafür ist, dass sie dort waren. Mein Mann und ich haben uns zum Beispiel auch die Johanneskapelle in Pürtnia betrachtet und unter die Lupe genommen. Das ist in der Steiermark, wenn ich weiß, aus Deutschland. Neben den rätselhaften und sehr seltsamen Darstellungen von Fresken, Malereien und es ist auch eine Darstellung von kämpfenden Mäusen und Katzen ersichtlich, haben wir da einen Schriftzug, das sieht man jetzt leider ein bisschen schlecht, Schriftzug Allah entdeckt, der neunmal sich wiederholt. Da sind noch die anderen Freskenmalereien, da ist auch der Kampf zwischen Katzen und Mäuse ersichtlich. Wir haben dann in unserer Frankreich-Reise in Paris in einer Moschee mit einem muslimischen Geistlichen gesprochen und dem haben wir dann das Foto gezeigt und der hat das bestätigt, dass das Allah heißt. Es stellt sich dann uns die Frage, haben die Tempelritter diese Kapelle erbauen lassen und haben sie den Schriftzug bewusst hinterlassen, um uns etwas mitzuteilen. Man darf jetzt nicht außer Acht lassen, dass die Tempelritter sehr wohl Kontakte mit den Muslimen hatten. Also der Dolmetscher des Großmeisters war ja ein Muslime und der hat sicher nicht nur übersetzt, sondern der hat auch deren Kulturen und deren Denkweise den Templern näher gebracht und dadurch haben sie einen anderen Einblick gehabt, die Tempelritter. Da sieht man auch mal die Kapelle. In Paris übrigens wurde dann die erste gotische Kirche erbaut von den Tempelrittern, die Kathedrale Saint-Denis. Das sieht man hier im Foto, war wieder sehr schlecht, wie bei den Vorrednern ebenfalls. Ein interessantes Detail für unsere Forschung war dabei, dass dieser Abt Schuger mit dem Zisterzienser Bernard von Clairvaux sehr gut befreundet war. Und der hat sich auch für die Templer zu Zeiten der Gründung sehr eingesetzt. Und unter anderem hat er auch die Zisterzienser gefördert, dass sie sich in Europa genauso schnell ausbreiten wie die Tempelritter. Und jetzt genau diese Tatsache, wenn man jetzt berücksichtigt, dass die befreundet waren, die Tempelritter und die Zisterzienser, jetzt muss man das natürlich bei unseren Forschungen auch mit berücksichtigen, dass man die Zisterzienser ebenfalls mit einbindet. Deshalb komme ich wieder zurück nach Wien, zum Heiligen Kreuzerhof, wie hier auf diesem Foto. Das wird als ältestes Zinshaus in Wien bezeichnet und ist im 12. und 13. Jahrhundert entstanden, also zur Templerzeit. Aber seit dieser Zeit gehört es dem Zisterzienserstift Heiligenkreuz. Dennoch vermuten wir, dass aufgrund von gewissen Bauweisen und Aufteilungen Verbindung zu den Tempelrittern besteht. So,
Das ist ein Foto vom Zisterzienserstift Heiligenkreuz. Und dann, wenn man noch das Ganze verbindet, die starke Verbindung zwischen dem Großmeister oder den Zisterziensern von Bernard von Clairvaux und vom Tempelmeister. Diese Verbindung ist vorhanden gewesen. Und da fragt man sich, ist dann vielleicht irgendwas überschrieben worden, rückdatiert worden? Wir wissen es nicht. Eine weitere Bestätigung haben wir dann in unserem letzten Wien-Besuch in einem Museum erhalten. Da haben wir eine alte Straßenkarte über Wien entdeckt. Und auf dieser Karte sieht man den Bereich vom Heiligen Kreuzerhof, der auch als auf dieser Karte aus dem Mittelalter als Tempelhof bezeichnet wird. Natürlich haben wir dann die Zisterzienser befragt und die haben dann waren dann eher schweigend, die wollten da nicht viel drüber erzählen, und wie wir das Thema Tempel angeschnitten haben, sind sie überhaupt dann sehr abweisend geworden. Man fragt sich dann, warum sie über Tempel abweisend wirken, es ist ja ein legitimer Orden gewesen. Wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass eventuell ein Ideengeber von Adolf Hitler daran schuld sein könnte. Das war der Zisterzienserpater Adolf Lanz, der noch besser bekannt ist unter Jörg Lanz von Liebenfels. Der hat dann einen neuen Templerorden gegründet und ist als Hochstapler bezeichnet worden. Vor wenigen Jahren sind wir dann mit einem Deutschordensritter ins Sprechen gekommen. Er hat dann erfahren, dass wir uns sehr intensiv mit den Forschungen der Tempelritter beschäftigen. Und dann hat er ebenfalls gesagt, ja, ich habe auch sehr viel über die Tempelritter herausgefunden. Und er hat dann anderen Zugang gehabt. Er hat das Archiv vom Deutschorden benutzen dürfen. Und aufgrund dessen, seiner Nachforschungen und diversen Überlieferungen, ist er dann zu dem Schluss gekommen, dass der damalige Kaiser Friedrich der Schöne den Templern angeblich gut gesinnt war. Und zu Zeiten dann der Verfolgung sind dann die Güter aufgeteilt worden, das Ganze rückdatiert, und die Templer selbst sind dann anderen Orden beigetreten, wie zum Beispiel den Deutschritterorden, Johanniter und den Zisterziensern. Das ist eine Aussage gewesen, die hat uns dann zu Beginn selbst staunen lassen, aber aufgrund der Tatsache, dass sehr wenig Beweise, schriftliche Beweise von den Tempelrittern in Österreich und Salzburg und Untersberg gibt, lässt es darauf schließen, dass das stimmen könnte. Leider haben wir auch diesbezüglich keine schriftlichen Beweise, sondern nur die Aussage eben von diesem Deutschritterorden. Mein Mann ist dann noch tiefer in diese Materie eingetaucht und er hat dann festgestellt, bei der Gründung hat es einen Streit gegeben zwischen den Templern und den Deutschorden aufgrund der Darstellung des Kreuzes. Sie sind sich dann letztendlich doch einig geworden, aber es zeigt uns, dass das rote Tatzenkreuz ein wichtiges Symbol zu sein scheint. Anschließend haben wir dann noch ein Gespräch mit dem dortigen Schatzmeister geführt und der hat dann gesagt, dass der Deutschritterorden zu Beginn keine gotischen Kirchen gebaut hat. Das würde dann den Bezug zu diversen Templerbaumeistern massiv einschränken und gewisse Kirchen und Kapellen und Kathedralen wären dann eindeutiger aus der Templerzeit bzw. von den Templern erbaut worden. Leider haben wir diesbezüglich auch nur das Wort von diesem Schatzmeister und nichts Schriftliches. Er hat dann noch hinzugefügt, dass sich der Deutschorden dann mehr in den Osten und Richtung Nordsee ausgebreitet hat. Und das war dann so eine Art Voreuropa. Also wir sehen, es gibt. Es gibt dann noch eine recht interessante Information über den Kana von Petronell. Das laut einer historischen Überlieferung aus dem Jahr 1655 besagt dies, dass es von den Templern erbaut worden ist. Also wir haben überall Indizien und manchmal haben wir sogar Beweise. Aber was ist, wenn jetzt in ganz Österreich und auch Salzburg und Untersberg die ganzen Güter von den Tempelritter aufgeteilt und rückdatiert worden ist? Und nur vielleicht einige Dokumente existieren. Da können wir uns ja hauptsächlich nur auf Indizien stützen, nicht auf Beweise. Aber ich möchte jetzt endlich zu Untersberg kommen, da wir uns ja diesen wunderschönen und kraftvollen Berg widmen dürfen. Es gibt hier im Untersberg eine Sage über den Tempelritter Hubertus. Er wird auch manchmal als Hubertus Koch bezeichnet, aber
ob er wirklich Koch geheißen hat, das lässt sich bis heute nicht mehr nachvollziehen. Diese Annahme läuft zurück von einem Privatforscher aus der Neuzeit, den Herrn Dr. Reiterich. Und dieser besagt, dass dieser Templer, Hubertus, eine Reise durch Mesopotamien durchgeführt hat. Er hat dann mit seinem treuen Gefolge ein Nachtlager im Raum Ninive aufgeschlagen und dort ist ihm dann die Gottheit Isais in einer Vision erschienen. Und in dieser Vision hat dann die Isais ihm mitgeteilt, dass er zu einem fernen Berg ins Abendland ziehen soll. Dort soll er sich dann mit seinem treuen Gefolge vorbereiten und sie wird ihm dann in 5 Jahren erneut erscheinen. Und da wird sie ihm dann wichtige Weisungen für ein neues goldenes Zeitalter, für das Weltzeitalter mitteilen. Das Interessante daran ist, dass dieser Tempelritter Hubertus wusste, von welchem Berg die Gottheit Isais gesprochen hat, nämlich den Untersberg in Salzburg. Der Berg war ja bereits früher, vor der Christianisierung, als Wohnsitz der alten germanischen Gottheiten bekannt, wie wir ja wissen. Und die erste schriftliche Erwähnung ist im Jahr 1306 entstanden, also ein Jahr vor der Verfolgung der Tempelritter und 85 Jahre nach dem Eintreffen von Hubertus Koch. Soweit jetzt zu dieser bekannten Sage. Wir haben dann uns auf die Suche gemacht, ob wir noch irgendwelche Überbleibsel finden von dem Tempelritter am Untersberg. Und es gibt tatsächlich eine Ruine. Wenn man jetzt Richtung Ettenbergkirche fährt, auf der linken Seite ist das Martal und rechts ist dieses alte Gebäude oder das, was halt übergeblieben ist. Ein guter Freund von uns hat dann in der Nähe einen Bauern gefragt, was das jetzt mit auf sich hat, das Gebäude, wie alt das ist. Und der hat dann gesagt, ja, das dürfte aus dem Mittelalter stammen, aber ob es tatsächlich von den Tempelrittern ist, das weiß er auch nicht. Er vermutet es aber. Wir haben dann noch einen anderen Freund in Markt Schellenberg. Der wohnt in einem Gebäude aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Und er selber meint, dass das von den Tempeln stammen könnte, weil es ist auch eine Kirche dabei und ein Weiher. Ich möchte aber diesbezüglich nicht näher darauf eingehen, weil das befindet sich im Privatbesitz und ich möchte sein Wohnhaus, sein Gebäude respektieren und schützen. Wir stellten uns dann noch immer die Frage, welche Beweise oder Indizien es für die Templer am Untersberg oder auch der Göttin Isais gibt. Wir haben uns immer noch im Kreis gedreht und es war immer noch nicht handfest genug für uns. Mein Mann und ich haben dann vor längerer Zeit die Kirche in St. Michael im Lunga wollten wir aufsuchen, weil es besagt, dass es zu den Untersbergkirchen gehört. Wir haben aber zuvor mit einem Archivar in Bad Reichenhall gesprochen und der hat uns dann mitgeteilt, dass es aufgrund eines eventuellen Übersetzungsfehlers nicht um die St. Michael-Kirche im Lunga handelt, sondern um die St. Michael-Kirche in Inzell, die unter anderem auch den Augustiner Chorherrn angehören. Nichtsdestotrotz sind wir trotzdem in den Lunga gefahren und haben uns die Kirche angesehen und mein Mann hat dann beim Eingangsbereich im Schlussstein oben diese seltsame, das sieht man jetzt auch nicht, schaut, kommt das irgendwie heller dran? Naja, es stellt einen Schlussstein dar, ich meine, müssen Sie ja dann alle noch St. Michael im Lungau fahren und sich das selbst ansehen. Es ist ein 45 Grad verdrehtes Tatzenkreuz und man sieht dann einen roten Isais-Blitz drinnen. Es ist jetzt kein direkter Beweis dafür, dass die Tempelritter dort waren, aber für die Sage der Isais wäre es doch jetzt wieder ein Indiz. Und wir haben dann den Pfarrer dort gefragt und das Salzburger Landesarchiv und die haben uns da nicht sagen können, um was es da genau handelt. Also ist historisch gesehen doch ein recht seltenes Symbol, ein seltsames Symbol. Dennoch können wir aufgrund dieser Sage von Hubertus Koch wiederum eine Verbindung darstellen, eben mit der Isais-Sage, Tempelritter, es könnte wieder ein Hinweis sein. Wir suchen dann noch weiteren Hinweisen, was die Gottheit Isais betrifft. Und bei unseren anfänglichen Recherchen sind wir zuerst nur auf Internetportalen wie Thule-Tempelportal und Causa Nostra gestoßen. Aber aufgrund von historischen Dokumenten, die bis ins Mittelalter zurückreichen, das haben wir leider nicht gefunden. Also haben wir erneut diesen Archivar in Reichenhall gefragt und der meint, dass die Geschichte der Isais ca. 500 Jahre zurückreichen könnte. Jetzt haben wir versucht, unser Wissen
unsere Entdeckungen und auch unsere Gedanken zusammenzuführen. Vielleicht kommt jetzt irgendwas heraus. Und was hat das jetzt mit der Göttin Isais auf sich? Bei ihr ist nichts wie bei den Tempelritter rückdatiert oder zurückgesetzt worden oder aufgeteilt worden. Aber vielleicht hat sich im Namen selbst irgendetwas verändert. Viele Namen haben sich im Laufe der Jahre und Jahrhunderte geändert. Wie zum Beispiel mit CK ist es C weggelassen worden. Scharfes S wurde Doppel-S oder SZ oder nur ein einfaches S. Also es hat sich immer irgendetwas verändert. Und wo man nicht auch bei den Gottheiten. Und die Kirche selbst hat ja auch zur Erleichterung der Christianisierung viele Gottheiten übernommen. Wie zum Beispiel die Borbet wurde zur heiligen Barbara. Die ägyptische Göttin Isais wird als Urmutter bezeichnet. Und Isis wird ebenfalls als Urmutter bezeichnet. Und auch deren Geschichten ähneln sich frappierend. Und in der Bibel wird dann auch von einer Urmutter Maria gesprochen. Oder auch die Sophia, die auch Göttin der Weisheit bezeichnet wird. Und die war auch von Anfang an in der biblischen Geschichte dabei. Also was ist jetzt, wenn diese Göttinnen Isis, Isais, Schwarze Madonna oder Maria ein und dieselbe Person war? Ein Hinweis dafür, für die ägyptische Herkunft, wäre unter anderem der Halbmond, auf dem die Maria steht. In vielen Kirchen wird das dargestellt, dass sie auf einem Halbmond oben steht. Der Halbmond ist zu gewissen Zeiten in Ägypten als liegend zu betrachten. Und da kann man den bewundern. Wo man aber jetzt verschiedene Blickwinkel zulässt und dass man gewisse Symbole aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, könnte es sich ebenfalls um eine ägyptische Barke handeln. Aber ich möchte mich da jetzt nicht zu sehr in die Symbologie hineinversetzen, ist zwar ein interessantes Thema, aber da würden wir zu weit vom Untersberg abschweifen. Ein weiterer interessanter Hinweis auf die Vermischung der Gottheit, wie die Isais, ist die Darstellung der schwarzen Madonna. Die wird oft in Kirchen unterhalb dargestellt oder genauso auch der Mithraskult, der wird ebenfalls unterirdisch zelebriert. So soll es eine Art Höllenfahrt oder Höllenreise symbolisieren, was auch der Isais und der Isis widerfahren ist. Sieht man da die? Sieht man schlecht. Ne? Das Licht vom Fenster eventuell, ja. Ja. Das ist zum Beispiel Anno, die schwarze Madonna, und hier ist, das ist ganz eine interessante Kirche in Rom. Das ist auch eine Darstellung vom Mithraskult, ist öffentlich zugänglich und auch solches gekennzeichnet. Dankeschön. Die ganzen Darstellungen weisen auch sehr viele christlichen Eigenheiten auf. Unser christliches Oberhaupt wird als Papa bezeichnet, hat einen Stab und einen Fischerring. Und das Oberhaupt von Mithras wird ebenfalls als Papa bezeichnet, hat einen Fischerring und einen Stab. Und Mithras und Jesus haben beide 12 Jünger gehabt. Also das sind alles wiederum Hinweise und Indizien. Aber wir wollten dann persönlich dann Städte am Untersberg aufsuchen, um weitere Beweise zu finden. Und da sehen wir uns jetzt zum Beispiel die Ettenbergkirche an. Sie wurde zwar jetzt nicht von den Tempelrittern erbaut, aber aufgrund ihres Baustils ist sie aus dem Rokoko. Aber sie hat was sehr Spezielles und Interessantes an sich. Die Ettenbergkirche wurde an einem sehr speziellen, energiereichen Platz gebaut. Und wir haben uns dann gefragt, wieso ist das so speziell? Und da sind wir drauf gekommen, dass es bezüglich der Ettenbergkirche eine besondere Sage gibt von einer mystischen wandernden Maria, wandernden Maria-Bildes. Und weil es das sich hierbei um ein Wunder gehandelt hat und es ist dann christliche Propaganda betrieben worden, jetzt ist dann sind die alten Kulturen dadurch vertrieben worden, der christliche Glaube hat sich durchgesetzt und dann haben sie die Kirche gebaut. Und so wurde halt dann der ursprüngliche Glaube der Kelten ausgelöscht. Dennoch sind jetzt diese Kirche und auch andere neueren Kirchen und die, was nicht nur von den Tempelrittern erbaut worden sind, sehr interessant, weil sie noch Symbole aus alter Zivilisation und Kulturen erhalten können. Also am Altar von der Ettenbergkirche selbst kann man jetzt keinen Hinweis auf die Tempelritter erkennen, aber wenn man dann reingeht und auf der linken Seite vom Eingang eine Deckenfresko betrachtet,
Da sieht man dann, dass ein Tatzenkreuz den Altartisch ziert. Zur Kirchensymbolik selbst noch. Da sind ein paar Fotos, die mir man zur Verfügung stellt. Zur Kirchensymbolik selbst ist nur sehr von Interesse das allsehende Auge. Manche sehen darin, das was halt die Kirche sieht, dass es sich um das Auge Gottes handelt mit dem Dreieck, also Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im kirchlichen Glauben ist das ja legitim, stimmt ja auch, aber da wären wir wieder nur bei einer einseitigen Sichtweise, und wenn man aber ein breiteres Spektrum an Informationen erhalten möchte, dann muss man mehrere Gesichtspunkte betrachten, und es gibt ja immer diesen doppelten Sinn, und die Kirche hat ja diese Doppeldeutigkeit auch durchgeführt. Sie hat kirchliche Handlungen mit den heidnischen Kulturen vermischt, und dann kann man hier wiederum ein Zeichen der Freimaurer erkennen. Also indem man den Bezug des Dreiecks ist, ist die Pyramide, und das Auge ist das Horusauge anstatt des Auge Gottes. Das wirkt jetzt vielleicht befremdend, wenn man jetzt hier am Altar einen direkten Bezug auf ägyptische Gottheiten bezieht, aber dennoch ergibt das Ganze wieder Sinn, wenn man, wie ich vorher schon gesprochen habe, mit den ägyptischen Gottheiten Isis, Isais, Maria, Schwarze Madonna mit einbezieht. Ein sehr schönen Hinweis, ich wollte jetzt eigentlich ein Foto herzeigen, aber das finde ich jetzt nicht. Ein sehr schöner Hinweis auf die Tempelritter sieht man im Wappen, das Familienwappen der Grafen von Blein-Hardegg, denen auch die Burg in Großgrain gehört hat. Allerdings wird erst im barocken Wappen das rote Tatzenkreuz auf weißem Hintergrund sichtbar. Und wie wir von vielen Archivaren und verschiedenen Führungen erfahren durften, haben eben diese Wappen, diese Symbole und die Farben ganz eine spezielle Bedeutung und einen tieferen Sinn, als wie nur eine Zierde des Wappens. Im Übrigen sind die Pleiner Grafen aus dem 8. Jahrhundert aus dem Frankenreich zu uns hergekommen, und 8. Jahrhundert, das ist zu Zeiten Karls Großen, wie man die meisten von Ihnen wissen, in Bezug nehmen da mit Untersberg ein Begriff ist, und das lässt uns auch wieder für uns die Verbindung zu den Tempelritter herstellen. Ein weiteres, kleines, aber doch sehr interessantes Indiz für die Tempelritter zeigt die Ortschaft Großgmain und die Kirche Großgmain. Okay, das ist auch weg. Augenscheinlich ist es eine barocke Kirche, aber im Kern ist sie dennoch gotisch. Und urkundlich ist sie erwähnt, dass sie von den Tempelrittern, zur Zeit der Tempelritter 1144 erbaut worden ist. Und das Besondere darin ist ihr Name, unsere lieben Frau Himmelfahrt. Und da ist uns erst die Übersetzung ins Französische ein Licht aufgegangen, dass es eine Verbindung mit den Tempelritter haben könnte, denn das heißt Notre Dame. Und Notre Dame ist nicht nur ein Hinweis auf die Maria, sondern viele Gebäude, Kirchen und Kapellen von den Tempelrittern in Frankreich werden also auch bezeichnet. Das berühmteste davon ist das Notre Dame in Paris. Ist ebenfalls von den Tempelrittern erbaut worden. Nicht nur die Tempelritter haben auch die Marienverehrung durchgeführt. Sie haben das sehr intensiv gemacht. Was für uns jetzt wiederum ein Indiz ist, dass diese Gebäude, was den Namen Notre Dame führen, von den Tempelrittern stammt. Da muss man aber auch aufpassen, dass das nicht bei jedem Gebäude dann so der Fall ist, vor allem bei den neueren,
neueren Gebäuden. Wie wir sehen können, nimmt die Marienverehrung einen hohen Stellenwert ein, nicht nur in unserem Glauben, auch bei den Tempelrittern, und was dann wieder eine Verbindung, wie ich das besprochen habe, mit Isais und Isis sein könnte. Direkt neben Großgmain findet sich im alten Stadtwappen von Bad Reichenhall ebenfalls ein Symbol, das als Siegel der Tempel geführt wird, nämlich das Agnus Dei. Und es wird auch als Schlussstein von den Tempel den Kirchen hergenommen. Leider haben wir da nicht viele Örtlichkeiten den Templern zuweisen können, weil es einfach kein hundertprozentiger Beweis dafür ist. Sonst hätten wir unendlich viele Möglichkeiten, dass man sagen können, ja, das ist jetzt von den Templern oder dieses Gebäude stammt von den Tempelrittern ab. Wie zum Beispiel auch das Nonner Kirchall, das aus dem 8. Jahrhundert ist. Also das hat gesehen, man das Agnus Dei, da unten das Agnus Dei mit den Siegeln und dem Kreuz. Und da auch wieder. Nein, das passt schon. Das Nonner Kirchall, das stammt aus dem 8. Jahrhundert und steht unter der Schutzherrschaft vom heiligen Georg. Sie weist gotische und romanische Elemente auf. Dann gibt es noch die Johanneskapelle in Bad Reichenhall, so wie der Name schon sagt, vom Johannes des Täufers, der ja auch in Verbindung mit dem Agnus Dei steht. Also Georg und Johannes wurden nachträglich für die Bezeichnungen von den Templerkirchen übernommen. Aber dennoch darf man da auch wieder Acht geben, dass jetzt nicht jede Johanneskapelle und jede Georgskapelle als Beweis für die Tempelritter fungiert. Vor allem, wie gesagt, auch bei den neueren Gebäuden. Es gibt dann noch das Kloster St. Zeno. Das gehört den Augustiner Chorherren und welche, wie wir vermuten, auch zu dem Deutschorden in Zusammenhang stehen. Das kann jetzt wiederum ein Hinweis sein, auf die Tempelritter muss es aber nicht. Wenn aber jetzt diese Annahmen stimmen würden und wir damit dafür genug Beweise finden würden, dann wären weitaus mehr Standorte als Templergebäude zu finden. Oder müssen wir uns noch intensiver damit beschäftigen und ja, müssen wir den Beruf Polizei aufgeben und dann intensiver nachforschen, was uns so viel Spaß machen würde. Ein weiteres wichtiges Indiz für die Anwesenheit der Tempel in Salzburg und in der Nähe des Untersbergs, das ist das Konzil in Salzburg gewesen, im Jahr 1291. Da war der Plan, dass die drei Ritterorden, also die Templer, Deutschritter und die Johanniter, in eine Genossenschaft verbunden werden sollten. Also so eine Art Näheuropa. Aber das Ganze ist dann nicht zustande gekommen, warum auch immer. Doch was für uns stellt sich die Frage, was wollten die Templer hier im Untersberg? Was ist so besonders? Was haben sie Besonderes gefunden am Untersberg? Wie kamen sie gerade zu diesem Berg bei Salzburg? Und wer hat ihnen erzählt, dass der so kraftvoll und interessant ist? Es gibt sehr viele Legenden und Sagen über diesen Untersberg und er wird auch als Berg des Nordens, Mitternachtsberg, Weltenberg oder wie man heute schon gehört, Spiegelberg bezeichnet. Es gibt auch auf der Hochfläche vom Untersberg ein kleiner Bereich, da steht Mitterberg. Das kann natürlich jetzt eine besondere Darstellung sein, dass das jetzt irgendwas Besonderes ist oder einfach nur, weil er in der Mitte des Berges ist. Und auch Dalai Lama hat beim Besuch in Salzburg gesagt, dass der Untersberg das Herzchakra von der Welt ist. Jetzt stellt sich uns die Frage, hatte der Berg schon zu Zeiten der Tempelritter tatsächlich so einen Ruf gehabt, dass auch arabische Völker bekannt war, dieser Berg. Ich denke da an verschiedene Versionen und Bedeutung des Ishtar-Tors aus Babylon. Das Tor ist in Blau gehalten und man sieht verschiedene Tiersymboliken drauf. Blau ist in dem Glauben von dieser Region, gilt als Farbe des Nordens. Und das gesamte Erscheinungsbild, wie den Drachen, Einhörnern und Stieren, das knüpft eher an nordischen Mythen an. Manche vermuten aber auch Atlantis, das dahinter stecken könnte. Und jetzt kommt für mich persönlich die Verbindung zum Untersberg und den Templern. Durch das Ishtar-Tor führt der Weg hinaus
in den Norden Richtung Mitternachtsberg. Also er wird auch Mitternachtsberg bezeichnet. Und ich nehme an, dass da der Untersberg damit bezeichnet worden ist. Und dann die dazugehörigen Keilschriften lassen dann viele Vermutungen auf die Gottheiten Isais, Isis und Untersberg wieder zu. Aber das sind jetzt nur gedankliche Verbindungen und Verknüpfungen von mir. Das muss jetzt nicht heißen, dass jeder hier einen Hinweis sieht. Wenn man jetzt die Tatsache aber berücksichtigt, dass die Römer im 2. Jahrhundert bis nach China vorgedrungen sind, da ist es auch denkbar, dass diese ägyptischen Kulturen oder arabischen Kulturen von unserer Kultur erfahren haben und vielleicht auch etwas übernommen haben könnten. Aber mehr über die Magie des Berges haben wir ja heute bereits erfahren dürfen. Und es kommt auch dann ein weiterer sehr interessanter Beitrag von unserem Freund Stadler Wolfgang. Zum Abschluss, um alles begreifbar zu machen, wie viel bzw. in welchem geringen Bruchteil wir von unserem Dasein erfassen, möchte ich ein Beispiel aus Platons Höhlengleichnis vorlesen. Sokrates, Platons Lehrer, beschreibt eine unterirdische, höhlenartige Behausung, von der aus ein breiter Gang zur Erdoberfläche führt. In der Höhle leben Menschen, die von Kind auf ihr ganzes Leben dort als Gefangene verbracht haben. Sie sind sitzend an Schenkeln und Nacken so festgebunden, dass sie immer nur nach vorne auf die Höhlenwand blicken und ihre Köpfe nicht drehen können. Daher können sie den Ausgang, der sich hinter ihren Rücken befindet, nie erblicken und auch nicht von ihrer Existenz wissen. Auch sich selbst und die anderen Gefangenen können sie nicht sehen. Das Einzige, was sie je zu Gesicht bekommen, ist diese Wand. Erhellt wird die Höhle von einem großen, fernen Feuer, das oben auf der Erde brennt und dessen Licht durch den Gang hineinscheint. Die Gefangenen sehen nur das Licht, das die Wand beleuchtet, nicht aber dessen Quelle. Auf der Wand sehen sie ihre Schatten. Auf der Erdoberfläche befinden sich zwischen dem Höhleneingang und dem Feuer eine kleine Mauer, die nicht so hoch ist, dass sie das Licht des Feuers abschirmt. Längs der Mauer tragen Menschen unterschiedliche Gegenstände hin und her. Nachbildungen menschlicher Gestalten und andere Lebewesen aus Stein und aus Holz. Diese Gegenstände ragen über die Mauer hinaus, ihre Träger aber nicht. Manche Träger unterhalten sich miteinander, andere wiederum schweigen. Da die bewegten Gegenstände auf die Höhlenwand, der die Gefangenen zugewandt ist, Schatten werfen, können die Höhlenbewohner die bewegten Formen schattenhaft wahrnehmen. Von den Trägern ahnen sie aber nichts. Wenn jemand spricht, hallt das Echo von der Höhlenwand so zurück, als ob die Schatten sprechen. Daher meinen die Gefangenen, die Schatten könnten reden. Sie betrachten die Schatten als Lebewesen und deuten alles, was geschieht, als deren Handlungen. Das, was sich auf der Wand abspielt, ist für sie die gesamte Wirklichkeit und schlechthin wahr. Sie entwickelten eine Wissenschaft von dem Schatten und versuchten in deren Auftreten und Bewegungen Gesetzmäßigkeiten festzustellen und daraus Prognosen abzuleiten. Lob und Ehre spenden sie dem, der die besten Voraussagungen macht. Nun bittet Sokrates Glaukon, sich vorzustellen, was geschehe, wenn einer der Gefangenen losgebunden und genötigt würde, aufzustehen, sich umzudrehen, zum Ausgang zu schauen und sich Gegenständen selbst, deren Schatten er bisher beobachtet hatte, zuzuwenden. Diese Person wäre schmerzhaft vom Licht geblendet und verwirrt. Sie hielte die nun in ihr Blickfeld gekommenen Dinge für weniger real als die ihr vertrauten Schatten. Daher hätte sie das Bedürfnis, wieder ihre gewohnte Position einzunehmen, denn sie wäre überzeugt, nur an der Höhlenwand sei die Wirklichkeit zu finden. Gegenteilige Belehrungen eines wohlgesinnten Befreiers würde sie keinen Glauben schenken. Wenn man den Befreiten nun mit Gewalt aus der Höhle schleppt und durch den unwegsamen und steilen Aufgang an die Oberfläche brächte, würde er sich dagegen sträuben und wäre noch verwirrter, denn er wäre vom Glanz des Sonnenlichts geblendet und könnte daher zunächst gar nichts sehen. Langsam müsste er sich an den Anblick des Neuen gewöhnen, wobei er erst Schatten, dann Spiegelbilder im Wasser und schließlich die Menschen und Dinge selbst erkennen könnte. Nach oben blicken würde er sich erst mit dem Nachthimmel vertraut machen, später erst mit dem Tageslicht und zuletzt würde er es wagen, die Sonne zu betrachten und ihre Beschaffenheit wahrzunehmen. Dann könnte er auch begreifen,
dass es die Sonne ist, deren Lichtschatten erzeugt. Nach diesen Erlebnissen und Einsichten hätte er keinerlei Bedürfnis mehr, in die Höhle zurückzukehren, sich mit der dortigen Schattenwissenschaft zu befassen und dafür von den Gefangenen belobt zu werden. Sollte er dennoch an seinen alten Platz zurückkehren, so müsste er sich erst wieder langsam an die Finsternis der Höhle gewöhnen. Daher würde er einige Zeit bei der dort üblichen Begutachtung der Schatten schlechter abschneiden als die anderen. Daraus würden die Höhlenbewohner folgern, er habe sich oben die Augen verloren. Sie würden ihn auslachen und meinen, es könne sich offenbar nicht lohnen, die Höhle auch nur versuchsweise zu verlassen. Wenn jemand versucht, sie zu befreien und nach oben zu führen, würden sie ihn umbringen, wenn sie könnten. In der heutigen Zeit würden diese Menschen wahrscheinlich als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden. Es wurde auch dieses Wort so schön veröffentlicht und bekannt gemacht und jeder hat es auch toll auswendig gelernt. Und sie haben sich auch schon von einigen gehört. Einige Kollegen von uns bezeichnen uns auch als Weltverschwörungstheoretiker. Aber das ist uns egal. Das ist uns deswegen egal, weil wir auf unser Inneres hören. Und das sollten Sie auch tun. Denn nur so kann man auf seinem eigenen Weg bleiben, um die Wahrheit zu finden. Es ist nicht immer alles wahr, was ein Professor, Archäologe oder Doktor herausfindet und eine sogenannte Gesetzmäßigkeit feststellt und daraus sogenannte Prognosen ableitet. Befreien wir uns aus unseren Fesseln, drehen wir uns von dieser Schattenwand ab und suchen die wahre Lichtquelle, auch wenn es am Anfang schmerzt, denn die Wahrheit tut weh. Der Lichtweg ist zu Beginn schmerzhaft, aber wenn man ihn mal gesehen hat und beschritten hat, ist er umso schöner. Suchen Sie Ihre eigene Wahrheit und bleiben Sie dieser treu. Danke fürs Zuhören.